Jawohl. Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück zu Star Wars Jedi Survivor. Wir müssen weitergehen hier, nachdem jetzt gestern wir in der vierten Folge die Inquisitoren getötet haben. Das ist ein Gong-Droide. So, wir kriegen Fähigkeitenpunkte, das sind Gong-Droiden. Oh Mann, okay, müssen wir noch zurückgehen. Mal einkriegen, müssen wir natürlich nochmal zurückgehen, ist ja logisch. Nee. Wir nehmen erstmal die maximale Macht mit. Dass wir da mehr machen können. Hören? Gehen wir zurück zur Mantis. Falls es die anderen rausgeschafft haben, stoßen sie am Hangar zu uns. Falls nicht. Identifiziere dich! Nimm nur einen Ambulon. Oh wow. Hä? Okay. Okay, Kestis, und wer ist das Cooles? Come on. Das ist doch jetzt Verarsche. Das ist doch jetzt Verarsche. Du willst mir sagen, dass Kel da nicht hochkommt. Das war knapp. Uff. Kontrollstelle. Ein Skyline-Posten, von dem aus die Chorus und Sicherheitskräfte den Verkehr überwachen und Regeln durchsetzen. Okay. Sehr cool. Der ist jetzt frei, der gehört uns. Freiheit für die Republik. Der Hangar ist nicht weit. Okay, alles klar. Weißt du nicht, was das denn hier ist? Er lebt. Dank dieses verrückten Gundark-Sohns. Du bist verletzt. Ich schaff's schon. Was ist mit der Inquisitorin? Tot.
Aber Gabs und die Zwillinge. Ich hätte... Sie wussten, worauf sie sich einlassen. Wir müssen nach oben und die Infos an Saw Gerrera senden. So ehren wir die Gefallenen. Du hast recht. Ja, BD, ruf die Schiffe. Nicht der Service, den ich erhofft hatte. Bravo, gibst du Rückendeckung? Bin dabei. Okay, ich zieh das Feuer auf mich. Du schießt, wenn sie weg sind. Zahlen wir es ihnen zurück. Wir sehen uns, Schrottsammler. Dann schauen wir mal. Die eine, die da hinten drin steht, ist nicht so cool. Geh in Stellung. Ich gebe euch Deckung. Ziehen wir es durch. Vorwärts, BD. Gut gemacht, Bravo. Was machst du da? Das war's! Was geht hier vor? Das war gute Arbeit. Wie kommst du denn hierher? Ernsthaft? Noch mehr von euch? Bravo, so schief. Okay, da hinten ein Perch-Trooper. Das hier gibt's vielleicht irgendwas. Oh ja. Gibt es da irgendwas, was man decken kann? Wo ich sag, oh mein Gott! Nee, sieht nicht so aus. Also können wir wahrscheinlich in Ruhe gleich fliehen. Sofern in Ruhe fliehen überhaupt möglich ist. Z95er. Hübsch. Der gehört ganz dir, Boat.
Dachte mir schon, es könnte heiß werden. Ich sehe euch beide in der Luft. Bereit? Oh, es war ein tolles erstes Date, aber ich wurde noch immer nicht bezahlt. Peilsender? Der andere ist auf der Mantis. Wenn es wieder ruhig ist, komm zu mir und verrechnen ab. Ja klar, ich kann dir vertrauen. Du kennst die Infos. Viel Arbeit vor uns. Hab mich wohl bewiesen, was, BD? Boat? Möge die Macht mit dir sein. Bist ein großartiger Kämpfer, Kerl. Mal sehen, wie gut du fliegst. Da stimmt was nicht. Weil normal die Guten kennen immer, möge die Macht mit dir sein. Wie sieht's aus, BD? Oh. Was es auch ist. Es muss warten, bis wir in Sicherheit sind. Verkehr. Das Portal wird wohl gewartet. Wenn wir oben sind, springt auf Lichtgeschwindigkeit. Wir müssen es riskieren. Wir sind schon viel zu lange hier. By the way, Z95 Headhunter. Das Vorgängermodell des X-Flügels. Wir haben Gesellschaft. Auf mein Zeichen bremsen. Dann sind wir hinter Ihnen. Verstanden, Bravo. Gute Arbeit, Leute. Ich hoffe, das war der letzte. Ich hasse lange Abschiede. Sechs. Mehr Feinde. Ich schere aus, um sie wegzulocken. Danke, Bart. Viel Glück. Dir auch, Kerl. Wir sehen uns. Nein, Tatsache, dass er jetzt einfach so verschwindet. Ja, ich trau dem Typen nicht. Festhalten! So kann man's auch machen. Das habe ich von dir gelernt. Lass uns ausgehen. Wir sind fast da. Von der Oberfläche kommen noch mehr. Und auch von hinten. Wir sitzen in der Falle. Ausgefallen. Wir sind fast. Ah! Bravo! Scheiße. Das ganze Team verloren. Wir haben ein paar Treffer eingesteckt. Machst du eine Diagnose? Ich verschick so lange die Infos. Fertig. Hoffentlich sind die Infos von Nutzen. Scheiße. Geschafft. Imperium hätte den Rest nicht bekommen. Hab Geduld. Dieser Krieg wird nicht schnell gewonnen sein. Und nicht allein durch uns.
Die Galaxis ist riesig, Droide. Und ich sah längst nicht alles von dem, was sie zu bieten hat. Doch eines Tages gehe ich nach Datomir zurück und flüstere meinen schlafenden Schwestern, was ich lernte. Du bist nicht eingeladen. Oh. Da haben wir kleine BD. Weißt du, ich hole nicht auf dein altes Familienrezept wie das hier raus. Also was sagst du? Mary! Es ist gut. Könnte Salz vertragen. Zu viel Salz ist ungesund. Es ist köstlich, Grease. Dafür würde ich sogar Kredit bezahlen. Ach ja? Hey, vielleicht sollte ich dir eine Rechnung stellen, Kerl. Ja, findet ihr nicht auch, dass es hier irgendwie verbrannt riecht? Das Gyro ist hin. Na, großartig. Ist irgendein Hafen in der Nähe, der uns nicht sofort ausliefert? Ha. Ja. Ruf das Cobra-System auf. Da hast du dich also niedergelassen. Irgendwo mitten im Nirgendwo. Ist vielleicht eine gute Idee, da unterzutauchen. Wenn jemand die Mantis reparieren kann, dann Grease Stridus. Glaubst du, wir schaffen's? Das ist ein bisschen irgendwie so wie. Wir sollten aufräumen, bevor wir Grease besuchen. Du Episode weißt ja, 2. Wie er auf Unordnung reagiert. Werkbänke freigeschaltet. Lichtschwerter und BD1 können jetzt an den Werkbänken des Spiels modifiziert werden. Werkbänke freigeschaltet. Du kannst jetzt deine Lichtschwert-Klingenfarben ändern. Du kannst zudem Lichtschwert-Komponenten, Materialien und Verschleißzustände ändern. Zusätzliche Optionen zur Anpassung des Lichtschwerts findest du im gesamten Spiel. Werkbänke freigeschaltet. Du kannst jetzt Teile der Materialien, Lackierungen und Zustand von BD1 anpassen. Weitere BD1-Anpassungsoptionen findest du im gesamten Spiel. Okay. Bringen wir das zurück zur Werkbank. Guter Zeitpunkt, um unsere Ausrüstung zu wechseln. So. BD1. Da können wir zum Beispiel hier Fotorezeption. Ja gut, das sind jetzt diese alte Version praktisch, dass die Außenhülle fehlt. Finde ich natürlich persönlich nicht so geil, muss ich sagen. Nicht so meins. Primärmix. Sekundär. Oh, das ist ja cool. Aha. Alles okay. Nee, ich bin nur mit BD1 noch nicht fertig. Primär.
Uralt. Gealtert. Getragen. Gut erhalten. Nee, gut erhalten. Makellos kann er nicht sein. Rebellenkornblumen blau. Der Weiß finde ich nicht so passend. Und das ist nicht wirklich weiß. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, nee. Es funktioniert und sieht toll aus. Finde ich gut. Lichtschwert. Charterpal. Nee, wir behalten Charterpal. Klinge bleibt erstmal blau. Sofort mit Violett, ne? Oder mit Magenta? Ne, mit Violett. Bleibt mal blau vorerst. Das können wir nehmen. Das Ding ist von Charotapals Lichtschwert, ist eigentlich nur die Hälfte übrig geblieben. Aber okay. Schockierte schwarze Gummi? Nee. Graues Hartplastoid. Gekochtes Pantherleder, weiches Falumpassetleder, nee. Greedholz. Ich sehe keinen Unterschied. Wird stabil, oder? Ich sehe da keinen Unterschied. Na. Ja, okay, das sieht ganz nice aus. Erhalten. Gut erhalten, passt. Könnte gut aussehen. Könnte nicht nur wird gut aussehen.
Wir haben es fast geschafft. Gehen wir zum Cockpit. So. Interagieren. Mal speichern. Oh. Oh. Kerl anpassen, das ist natürlich super cool. Bart, okay, können wir nicht rasiert? Nee. Schaut schon gut aus, so wie es jetzt aussieht. Das erinnert mich ein bisschen an Kanan Jarrus. Ne, solange wir die Jacke haben, bleibt das jetzt mal so, wie es ist. Oh, das ist viel cooler. Da ist oben das Jedi-Orden-Ding drauf. Das finde ich cool. Ne, das behalten wir. So, die Jacke. Nee, bleibt. Die bleibt. Genau. Aber dann machen wir das wenigstens so. Genau. So. Und dann müssen wir uns hier wieder hinknien. Interagieren. Speichern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Sagt Ciao mit V. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Und dann hoffen wir mal, dass morgen die Story genauso spannend weitergeht wie heute. Ausruhen. Genau. Und das nächste Mal. Wie gesagt, sehen wir uns hier mit unseren neuen Klamotten wieder. Das können wir ja machen, dass wir so theoretisch so Folge pro Folge uns mal andere Klamotten anziehen. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Aber ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, mein V. Wir sehen uns.